Herzlich willkommen hier bei We Love MMA, heute mit einem neuen Interview und zwar mit dem We Love MMA Fighter Daniel Maken. Daniel, grüß dich. Hallo, grüß euch, grüß dich. Dein Fight steht 11. Februar im Castello in Düsseldorf gegen André Pleissner. Wie sieht's aus? Jawohl. Ein paar Wochen sind's noch bis zum Fight. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, danke der Nachfrage. Wie gesagt, ich bin guter Dinge. Wir bereiten uns gerade gut vor mit dem ganzen Team. Wir haben eventuell auch noch einen Amateur von uns auf der Fightcard. Das stellt sich jetzt die Tage auch raus. Der ist auch mit mir im Training. Der ist auch ungefähr mein Gewicht, meine Größe mit. Und wir haben noch andere Leute, die sich auch gerade parallel noch auf andere Events vorbereiten. Also wir sind gerade wirklich im Gym gut am Arbeiten, gut am Ackern, kann man so sagen, ja. Gut am Arbeiten bedeutet, wie viele Einheiten am Tag? Am Tag 2, morgens und abends. Aber das dann 3 bis 4 Mal die Woche, weil ab und zu ist auch mal eine gute Pause das Mittel zum Zweck, ne? Gerade in einem höheren Alter. Absolut, keine Frage. Und wie sieht es denn aus? Hast du so diese klassischen 8 bis 10 Wochen vor dem Kampf oder sieht dein Training das ganze Jahr über relativ ähnlich aus? Also mein Training sieht relativ ähnlich aus, bloß dann halt mit einer Einheit am Tag und dann mache ich auch öfters mal Krafttraining und arbeite in dieser Offseason, sag ich mal, wo ich keine Kämpfe habe, an Defiziten wie im letzten Kampf hat man ja das auch gesehen, habe ich viel gewrestelt, viel gerungen, bin zum Ring gegangen, wir haben auch einen Weltklasse-Ringertrainer jetzt bei uns im Gym und dann arbeite ich einfach an den Lücken und sonst bin ich eigentlich permanent im Training mit den Jungs und Mädels auf der Matte. Und aber wenn die Vorbereitung ansteht oder ein Kampf steht an, dann ist die Intensität wesentlich höher. Das heißt dann halt, wie schon eben gesagt, 2 Mal am Tag Training, 8 Wochen lang Knüppeltraining, alles hinten anstellen. Kein Bierchen mehr, kein fettiges Essen mehr, also wirklich dann Diät, runtercutten alles und dann Vollgas, ne? Dann für, alles für die Performance. Du hast tatsächlich mein nächstes Thema schon angeschnitten. Kein Bierchen, kein fettiges Essen. Wie sieht denn so deine Ernährung aus, wenn jetzt ein Kampf bevorsteht? Also ich mache mal einfach mal so einen Tag, den ich jetzt mache. Ich stehe morgens dann relativ zeitig schon auf, so um 6:30 und dann mache ich mir mein Porridge fertig mit Chiasamen, Leinsamen und sowas, Walnüssen, Früchten nach Wahl. Dann gehe ich zum Training, trainiere meine erste Einheit ab. Dann mittags esse ich dann auch Reis, Kartoffeln, Hähnchen, irgendwas Leichtes, Gemüse dazu, kleinen Salat. Nachmittags nochmal so eine Zwischenmahlzeit, Protein-Pancakes oder ein Eiweißriegel, Quark mit Obst. Und dann abends wieder ins Training und dann nach dem Training esse ich dann auch nochmal kleine Portionen, auch wieder ein bisschen Kohlenhydrate, alles wirklich moderate Portionen mit Kartoffeln, Reis und dann halt ein bisschen Gemüse und ein bisschen eine Proteinquelle, Fisch, Fleisch etc. So, und das ist halt so, ja, dann der Alltag, ne? Es ist halt dann irgendwann auch monoton, hängt dir aus den Ohren raus und dann denkst du, Mann, jetzt könnte ich auf eine Pizza oder auf einen Burger, aber ist nicht drin. Aber nach dem Feiert, weißt du. Oh ja, auf jeden Fall. Man hat was, worauf man sich freuen kann. Weißt du? Ja, definitiv, definitiv. Meistens ist es auch so, muss ich jetzt gestehen, hier an dieser Stelle auch, dass wir dann auch nach dem Kampf immer meistens immer noch schön ein leckeres, kaltes Bier dann trinken. Dann hat man noch etwas, worauf man sich freuen kann, weißt du? Exakt, genau so ist das, ja. Geil. Hast du dir den letzten Kampf von deinem Gegner André Pleissner auch angeschaut? Ja. Ja, der war ziemlich kurz und knackig, was ich da gesehen habe. Ich muss sagen, der André ist schnell auf den Füßen. Striking ist ganz, ganz gut. Aber wie gesagt, wir haben uns alle Kämpfe angeguckt, alles am Material, was wir finden konnten, haben das erstmal auseinandergenommen und geschaut, was wir uns da für einen Gameplan zurechtlegen. Bloß, wie gesagt, ich sehe da jetzt nichts, dass ich mich jetzt komplett umstellen müsste, weil ich da jetzt nichts irgendwie so extrem Gefährliches sehe, als wenn du jetzt zum Beispiel gegen einen A-Klasse-Kickboxer oder Elite-Boxer kämpfst oder einen Bundesliga-Ringer. Von daher, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Lasst euch überraschen. Das wird auf jeden Fall ganz anders als der letzte Kampf. Und ich hoffe auch sehr actionreich und ein schönes Hin und Her. Das ist das, was ich mir wünsche und vorstelle. Das wäre tatsächlich wieder meine nächste Frage gewesen. Und zwar hast du ja eingangs, alles gut. Also übrigens, wir haben hier keine Fragen vorher abgemacht, ja, dass hier jemand denkt, du nimmst mir alle Fragen vorweg. Nee, wir haben uns heute erst kennengelernt. Da, alles cool. Sondern du sagst ja vorhin, ihr habt einen super guten Wrestling-Trainer bei euch. Und hast ja auch gesagt, dein letzter Kampf war eher ringerlastig. Deshalb wäre meine erste Intuition jetzt gewesen, alles klar, er trifft hier auf jemanden, der seinen letzten Gegner ausgenockt hat
Wahrscheinlich werden wir ein starkes Ringen sehen. Wenn du jetzt sagst, es wird anders als der letzte Fight, willst du dich dann vielleicht doch nicht auf dieses starke Ring verlassen? Nee, ich will mit ihm schauen, wer das bessere Boxen hat, das bessere Auge hat, das bessere Striking hat. Und wie gesagt, ich habe letztes Mal kein Striking gemacht. Wir haben einfach einen Gameplan durchgezogen, der ringerisch war, einfach die Hände fallen lassen, um einen Striker zu zeigen, oh, guck mal, der hat gar keine Deckung. Was macht ein Striker natürlich? Er geht dann zum Kopf rein und dann kannst du ihn halt wegshooten, wenn deine Defense natürlich nicht so gut ist. Und das Ding ist, diesmal habe ich mir einen ganz anderen Matchplan, Gameplan vorgelegt und ich möchte das Ganze eigentlich, ich denke mal auch, dass es auch immer dem Publikum lieber das Ganze im Stand stehen lassen und dass wir uns da richtig fetzen. Also richtig fetzen. Das ist mein Wunsch. Dein Vorteil ist natürlich auch, selbst wenn man merkt, wahrscheinlich als Kämpfer, oh Mann, der Kollege hier gegenüber von mir, der hat schon gute Fäuste. Man Ja. kann sich natürlich trotzdem auf seinen Ring verlassen, die Genau. meiste Zeit, ne? Genau. Das ist richtig. Also, es ist ein bequemes Ding, dass man weiß, okay, mein Grappling ist gut, mein Wrestling ist ganz gut, mein Positioning ist gut, ich fühle mich gut in Submission, selbst wenn ich in einer schlechteren Position bin. Das ist ja das, woran wir wöchentlich arbeiten, jeden Tag, jeden zweiten Tag einfach zu schauen, dass wir in den unkomfortablen Positionen komfortabel werden. Sprich, eine Backtake mit schon einer Hand am Hals. Sprich, in einer Side Control, in der Mount. Und sowas halt. Und ich glaube, mittlerweile juckt mich das alles nicht mehr wirklich. Und wie gesagt, nach wie vor versuche ich das wirklich im Stand zu lassen, auch den ersten Shoot zu vermeiden. Einfach, dass wir da so ein wirklich ein schönes Stand-up-Fest haben. Du willst wahrscheinlich so einen Fight von dem, wenn das Event vorbei ist und die Zuschauer gehen raus, dass sie sagen, Alter, dieser Kampf, der war am Genau geilsten das heute will ich. Abend. Ja, Ja. genau sowas will ich. Und ich möchte es halt auch, dass My face completely busted up ist, also und seins. Und einfach, dass die Leute sehen, Mensch, guck mal, das sind zwei Athleten, wirkliche Athleten, die kämpfen und keiner will aufgeben, keiner gibt nach. Und ich finde, das sind auch immer schöne Kämpfe. Du kannst nicht viele von diesen Kämpfen machen, das ist mir auch bewusst, einfach auch gesundheitstechnisch und gesundheitlich. Aber das Ding ist halt, ich will nächstes Mal wirklich im Striking bleiben. Und wir haben auch viel, ich habe auch einen Top-Box-Trainer. Und wir haben an vielen Sachen gearbeitet die letzten Wochen und ja, nach wie vor, es wird einfach geil werden und die Leute können gespannt sein, was wir da abliefern werden. Ey, ich bin ehrlich, ich bin jetzt richtig gehypt drauf. Kannst Ich du hätte sein, am wirklich. liebsten morgen schon den 11.2. Ich auch, ich auch. Ich Da. wär auch gerne dabei, weil dann kommen wir wieder zu Burger und Bier. Absolut. Geil. Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Dein Fight sehen wir am Sehr 11. gerne. Februar im Castello Düsseldorf. Und das Schlusswort, das gehört natürlich dir. Liebe Leute, kauft euch Tickets, holt euch Tickets, unterstützt uns, unterstützt alle Athleten, alle, was die Jungs da machen und die Mädels. Das ist wirklich mittlerweile auch für Deutschland auf einem sehr, sehr guten Niveau. Wheel of MMA hat die besten Hallen, die Gemmaf ist mit am Start. Es sind alles Profis, alles von den Athleten mittlerweile bis hin zum Referee, bis hin zu den Mädels, die das Catering machen. Es ist einfach wirklich eine super Veranstaltung, Top-Organisation. Ich bin immer froh, da zu sein. Und ich wünsche mir für den 11.2. viel Support und auf jeden Fall eine hammermäßige Schlacht dort drinnen.